Ist das etwa die neue Strategiehoffnung? Kaiserpunk. Nach 2 Jahren Entwicklungszeit in einem 10-köpfigen Team erschien heute, zu dem Zeitpunkt, wo ich das streame, die Demo. Ich habe die ganze Zeit auf F5 gedrückt und irgendwann war sie dann da auf Steam, habe ich direkt runtergeladen und jetzt ballern wir direkt los. Ich habe es deswegen natürlich noch nicht gespielt, weil die gerade noch ganz druckfrisch ist. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und das ist wirklich ein sehr, sehr vielversprechendes Spiel. Wir starten einfach mal direkt rein. Für alle, die gerne Simulation, Strategiespiele spielen, behaltet das Thema gut auf dem Schirm. So, was können wir machen? Kartentyp, Biom und Standard werden zufällig ausgewählt. Ja, vorgefertigte Karte geht, das geht nicht. Das geht hier auch nicht, glaube ich. Ich glaube, es geht nur das. Tutorial müssen wir auf jeden Fall spielen, weil ich, wie gesagt, noch nie gezockt habe. So, fangen wir mal an. Dein Name ist nicht Laura Keller. Mein Name ist Uli von Bödefeld. Mein Vermächtnis ist... Oh Gott. Guck mal, jetzt kann man sich schon so Perks wählen und seine Nation individualisieren. Mach mal ein bisschen diese epische Musik. Das ist mir gerade ein bisschen zu treibend. Das treibt mich so an. So, Pioniergeist. Schnellere Bergung und Reparatur. Schnellere Aufstellung von Armeen. Ja. Schnellere Bildung von Bündnissen mit anderen Nationen. Stärkerer Einfluss auf die Instabilität der Nachbarregion. Erhöhtes Ressourcenvorkommen, finde ich schon mal sehr gut. Erhöhte Einwanderung. Ich weiß nicht, ob es wie bei Civilization funktioniert, aber dann ist es natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Stetes Wachstum. Erhöhtes Handelsvolumen von Freiland. Schnellere Entwicklung. Schnellerer Bau und schnellere Reparatur von Regions. Aufwertung. Schnellere Flottenbewegung. Bonus für Infanterieangriffe. Passiver Moralbonus. Bessere Handelsbeziehungen. Langsames Verschlechterung der Stabilität der Region. Schnelleres Erreichen von Durchbrüchen. Könnte so eine Art Heurika sein. Ich bin jetzt immer als Referenz ein bisschen bei Civilization. Wäre natürlich ziemlich cool. Ich glaube, dass, also Technologie ist immer sehr wichtig. Schnelleres Abklingen der Armee. Schnellere Ausbildung von Militäreinheiten. Ressourcengewinnung. Da gibt es ja ganz schön viele Sachen. Seehandel. Also ich glaube, ohne jetzt zu wissen, was es im Detail bringt, wir fangen auf jeden Fall mal an mit dem hier, technologischer Aufstieg. Kann man mehrere machen? Ne, man kann nur einen machen. Okay, dann mache ich das hier. Schnelleres Erreichen von Durchbrüchen. Als zweites hätte ich mich jetzt für erhöhte Einwanderung und erhöhte Ressourcenvorkommen entschieden. Die beiden Dinge scheinen mir auch wirklich wichtig zu sein. Ohne, dass ich es weiß. Ist einfach nur ein Gefühl. So, jetzt gucken wir uns mal ein schönes Porträt aus. Das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, der hier, der Heini. Wir nehmen den Heini. Und die Name der Stadt. Name der Stadt ist natürlich Rötzling. Ach, Öde geht leider nicht. Dann müssen wir es so schreiben. So, Rötzling it is. Let's go. Voreinstellung normal. Wir machen alles einfach auf normal. Entwicklungsphase zu Beginn des Spiels 0. Territoriale Eroberung, Eroberung aller Fraktionen, Wissenschaftsvorherrschaft, diplomatischer Sieg. Also es, wie gesagt, es hat schon so ein bisschen Civilization. Ähnliche Anlehnungen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das spielt. Ich hab da richtig Bock drauf. In the early 20th century, the world was consumed by the flames of an unending conflict. The Great War, which was expected to draw to a close, instead spiraled into an abyss of perpetual warfare. The hopes for peace and restoration shattered as the envoys of the Versailles Peace Treaty were brutally assassinated, plunging the world into further chaos. As the years rolled on, the global stage transformed into a battleground where nations fought relentlessly, their war machines fueled by unquenchable thirst for power and dominance. Monarchies and empires, once pillars of strength, crumbled under the weight of constant warfare and the shifting tides of history. A battalion of battle-weary soldiers, having deserted the relentless conflict, returned to their once familiar land, only to discover a haunting sight, a desolate wasteland of ruins. Amidst the crumbling remains of a nation, they encounter the lingering echoes of war, grappling with the ghosts of their past and the harsh realities of a world forever changed. Undeterred, they rally together,
fueled by a resilient spirit to rebuild not just their lives, but also their shattered nation. Okay. So, wo setze ich mich hin? Wo störe ich denn überhaupt nicht? Vielleicht dann doch hier so eher in der Ecke? Auch wenn sie beide nicht mehr offiziell Teil des Heeres sind, dient Arthur Mitchell immer noch als ihr Stellvertreter und strebt unter Umständen sogar den Sitz ihres Beraters an. Ein paar Drecksäcke haben sich verschanzt, aber ich denke, wir können mit ihnen fertig werden. Ey! Oh. Puff, puff. Das sieht jetzt erstmal aus wie so ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel. Aber ist es ja nicht. Das täuscht. Ihre Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Das Bataillon hat die gewalttätigen Räuber aus der örtlichen Kirche vertrieben und dort ein Hauptquartier eingerichtet. Jawohl. So, gucken wir mal rein. Zoomen wir mal raus. Zoomen wir mal rein. Mach mal ein kleines bisschen leiser. Auch die Musik ist zwar ganz nice, aber soll ja auch nicht störend wirken. Okay, fangen wir mal an. Willkommen in der Welt von Kaiserpunk. Es ist eine ziemlich düstere Welt, zumindest am Anfang, aber wir sind sicher, dass du das ändern wirst, besonders mit der Hilfe der fleißigen Bürger deines Stadtstaates. Nun, da du die örtliche Kirche übernommen und als deine Basis eingerichtet hast, nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit, um dich mit der Benutzeroberfläche und deiner Umgebung vertraut zu machen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Mit nichts werden wir nicht viel ausrichten können und die Ruinen, davon will ich gar nicht erst anfangen. Ja, damit können wir die Kamera bewegen. Das geht damit auch. Q und E rotiert die Kamera. Oder das Mausrad. Ah ja, guck mal hier. Und das ist das Zoom. Alles klar. Bup. Ja. Okay. Du wirst auf viele Überreste der Verwüstung stoßen und die meisten davon können für dir nützliche Ressourcen und oder andere Belohnungen geborgen oder sogar repariert werden. Einmal repariert kannst du sie wieder jedes andere Gebäude bewegen. Da ist ja einiges kaputt. Hier, guckt euch das mal an. Aber wir bauen es schon wieder auf. Das gefällt mir. Da bin ich großer Fan von. So Ruinenlandschaften einfach wieder schön zu machen. Wir haben ja neulich auch Housekeeper gespielt. Da funktioniert das ja auch ganz gut. Bei Fallout habe ich auch immer das Bedürfnis, Sachen wieder schön zu machen. Auch wenn es natürlich im Spiel gar nicht wirklich vorgesehen ist. Bitte nicht abgestürzt. Ah. Dorf ist gesäubert. Innerhalb weniger Wochen wurde fast die Hälfte des zerstörten Dorfes geräumt, wodurch ein Vorrat an wertvollen Ressourcen und ein geröllbefreites Gelände für weitere Bauarbeiten entstand. In der Zwischenzeit werden Mitglieder des Bataillons die Aufgabe der Erkundung des Gebiets übernehmen und wachsam gegenüber potenziellen Feinden sein, um die Sicherheit der jungen Gemeinschaft zu gewährleisten. Plus 250 Sperrholz, plus 50 Ziegel, plus 30 Holz, plus 40 Gemüse, plus 20 Brot. Alright. Okay, hier haben wir super viele so. Ah, das sind die Schützengräben. Die werden ja eventuell noch benötigt. Das ist hier die Westfront. Mir gefällt das direkt. Wenn das wirklich so eine schöne Verzahnung aus so einem sehr strategischen, aus einer sehr strategischen Kriegsführung ist und gleichzeitig eine vollwertige, schöne Aufbausimulation, das ist dann echt eine coole Kombination. Hier haben wir Zink. Hier sieht man überall so Bergwerksymbole, Kohle, Ton. Ja, das ist nochmal Zink, okay. Okay, also. Dann lass uns mal gucken, was hier ist. Ein Ereignis. Alle haben wirklich hart gearbeitet, aber die Arbeit ist erledigt. Einige Zivilisten haben sich uns auch angeschlossen. Sie haben sich in den Ruinen versteckt. Wir sollten uns überlegen, ob wir sie nicht irgendwo unterbringen, damit sie nicht krank werden. Gebäude errichten. Gebäude zu errichten ist der beste Weg, um deine Hauptstadt zu erweitern, die Produktion von Ressourcen zu steigern und allgemein stärker in der Welt von Kaiserpunk zu werden. Die Standardansicht zeigt Gebäudekategorien am unteren Bildschirmrand. Wähle eine Kategorie und dann ein spezifisches Gebäude
in dieser Kategorie, platziere das Gebäude dann einfach dort, wo du es haben möchtest. Überprüfe die zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten am oberen Bildschirm. Alles klar. Development Threshold reached. You made a significant progress in the development branch and have unlocked new possibilities. Freigeschaltete Gebäude, Baumwollfeld. Ein paar Upgrades, Lager. Mechanisierte Landwirtschaft. Bewässerung. Ist das hier das gleiche? Ah ne, Bauernhof und Getreidefeld, alles klar. Und die freigeschaltete Ressource Baumwolle steht uns auch zur Verfügung, um Stoff herzustellen. Na, das finde ich auch fantastisch. Also, hier können wir jetzt Wohngebiete bauen. Ein Arbeiterhaus. Okay. Dann schauen wir mal. Hier ist immer noch alles sehr ruinös. Ich weiß nicht, ob man das reparieren kann oder ob man einfach direkt von neuem beginnen sollte. Das ist die Kirche. Ich finde, hier hat man ja eigentlich so ein richtiges Marktplatzgebiet. Das sieht hier so aus, als wenn man hier noch so ein paar zentrale Gebäude errichten könnte. Vielleicht sollten wir anfangen, hier hinter der Kirche oder um die Kirche herum die Gebäude zu bauen. Und hier erstmal noch ein bisschen freilassen. Na, schauen wir mal. Also, da ist der Eingang. Ich finde, wahrscheinlich drehen mit R. Ja, drehen mit R. Rotate. Dann machen wir hier das Ding hin. Und das zweite machen wir auch hier hin. Mit einem Seufzer der Erleichterung und Freude begrüßen Mitglieder des Bataillons und einige der örtlichen Zivilisten, die sich ihnen angeschlossen haben, die Fertigstellung der ersten Häuser. Viele weitere werden bald benötigt, aber es ist dennoch ein erfreulicher Anblick. 20 Arbeiter kriegen wir jetzt dazu. Die ersten Häuser sind fertig, sie sind nicht perfekt, aber sie werden ausreichen. Wenigstens sind sie trocken und warm, was man von den Wegen nicht behaupten kann. Das ist ein einziges Schlammbad. Straßen und Transport. Alle Gebäude in der Hauptstadt müssen zumindest mit dem Stadtzentrum verbunden sein, während einige die Produktionsgebäude zusätzliche Voraussetzungen haben, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Gebäude können mehrere Eingänge haben, die alle deutlich markiert sind. Nur ein einziger Eingang muss mit einem breiteren Straßennetz verbunden sein. Du findest die Straße unter der Kategorie Transport. Das ist doch gut. Dann gehen wir mal hier zack und bauen mal eine Sandstraße. Jetzt werden wir, glaube ich, erstmal so klassisch um die Kirche rum. Okay. Dann neue Hauptstadt, mag aus Krieg und Zerstörung entstehen, aber das ist keine Entschuldigung für Chaos. Ein gutes Straßennetz, das jede Ecke verbindet, wird sicherstellen, dass sich die Stadt ordnungsgemäß und geordnet entwickelt. Und jetzt, da die ersten Pioniere in deiner Hauptstadt leben, ist es an der Zeit, dass das Bataillon zurücktritt. Von nun an müssen Bergungen oder Reparaturen von einem deiner Bürger durchgeführt werden. Machen wir sofort. Ich will aber die Straße noch zum Ende bringen, bitte. Gönnen Sie mir das. So. Okay, jetzt haben wir hier einmal die Kirche komplett umrundet. Was wollen wir als nächstes machen? Das ist ein toller Anfang, aber wir werden nicht alle ernähren können, indem wir verschimmeltes Brot und verrottetes Gemüse plündern. Wir kommen gerade so über die Runden und jeden Tag kommen mehr Flüchtlinge. Wir müssen anfangen, irgendetwas zu essen zu produzieren, sonst wird unsere kleine Gemeinschaft nicht lange überleben. Die grundlegende Form der Produktion wird von Gebäuden genutzt, die keine Eingangsmaterialien benötigen. Dazu gehören deine Farmen, Minen und ähnliche Gebäude. Jeder Produktionszyklus, der 12 Stunden im Spiel dauert, wird eine bestimmte Menge des Produktes herstellen, das sie produzieren. Baue einen Bauernhof. Okay, also Bauernhof, Getreidefeld, Baumwollfeld. Okay, wir machen mal den Bauernhof. Produziert Gemüse. Kostet uns 100 Öcken. Wir haben 6,3 Öcken und 20 Holz und Unterhalt sind auch 10 Öcken. Okay, oh, warte, der ist... Oh, wir haben Significant Progress. Fabrikarbeiterhaus, Laterne und eine Bank. Stark. So, lass uns schauen, wo bauen wir den Bauernhof? Ich finde, hier ist es grün. Es scheint mir aber jetzt erstmal gar keine Rolle zu spielen, wie fruchtbar hier etwas ist. Das ist jetzt nicht Männerlords. Deswegen würde ich sagen, wir bauen den hier eher in diesem Bereich. Rotieren wir das mal durch. Da ist der Eingang. Vielleicht, warte, sagen wir mal, da machen wir noch eine Straße. Oder wir lassen die Straße frei. So, wir planen jetzt einfach mal ein bisschen. Guter Blaupausenmodus wäre geil. Aber ich würde vorschlagen, wir planen das einmal durch. Hier, das weg. Wir gehen nochmal auf die Straße. Und zack, das Haus ist 1, 2, 3, 4 breit. Dann machen wir noch 1, 2, 3, 4.
Und dann passt da noch was hin und dann machen wir hier nochmal eine. Nee. So. Ah, warte, was ist denn hier los? Achso, das Ding ist breiter. Okay. Kann ja eigentlich auch 3 dann breit sein. Pass auf. Das Ding ist 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 1, 2, 3, 4. Dann machen wir so. Und so. Dann haben wir hier jetzt quasi ein Block für 6 Häuser freigeschaltet. Dann haben wir ein bisschen in die Zukunft schon mal geplant. Und dann werden wir jetzt den Bauernhof errichten. Und dann gehen wir mit den weiteren Häusern eher vielleicht in diese Richtung oder in diese Richtung. Weil es gibt meistens andere Gebäude, die haben so einen Radius, in dem ihre Wirkung greift. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt der Fall sein wird, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier dann irgendwie ein Wirtshaus oder irgendwas baue, was ein klassisches Gebäude ist für so eine Kategorie Spiel, dann hat das meistens einen Wirkungsradius. Und wenn dann Siedlungsgebäude, also Häuser, außerhalb dieses Radius sind, dann bekommen sie den Bonus für das Wirtshaus nicht mehr oder so. Das Bedürfnis nach Bier wird nicht erfüllt. Solche Sachen, keine Ahnung, ob sie hier noch kommen, aber das kalkuliere ich jetzt einfach schon mal mit ein, dass wir hier ein bisschen Puffer haben. Und dann legen wir den Bauernhof hier hin. Die bescheidene Gemüsefarm wird zum Eckpfeiler der Zukunft deiner gesamten Nation, indem sie deinem Volk die grundlegendsten Bedürfnisse erfüllt. Es ist ein guter Anfang, aber du bist noch nicht am Ziel. Die Waren müssen nicht nur produziert werden, sie müssen auch fließen. Es ist an der Zeit, das Lebenselixier deiner aufstrebenden Hauptstadt einzurichten. Was ist das Lebenselixier? Sag es mir. Die Produktion auf der Gemüsefarm ist in Gange. Was sollen sie mit den Erzeugnissen machen? Es ist nicht angemessen, alles dort zu lagern. Alle Güter, die in deiner Hauptstadt produziert werden, müssen zwischen den Gebäuden hin und her transportiert werden. Normalerweise bedeutet dies, dass die Waren zu und von Depots transportiert werden, weshalb alle Produktionsgebäude zwingend eine direkte Straßenverbindung zu einem nahegelegenen Depot benötigen. Depots entsenden automatisch Transporter, um Transportaufgaben zu erledigen. Alles klar, ein Lagerhaus. Also, ein Depot verbessert die Logistik und den Transport von Ressourcen innerhalb seines Wirkungsradius. Siehst du, da sind wir bei Wirkungsradius angekommen. Dann wäre es ja schon smooth wahrscheinlich, das hier so zu bauen. Was ist da? Was leuchtet da? Okay, da haben wir Kohle. Das wird ja vermutlich auch irgendwann noch kommen. Vielleicht können wir smart sein und hier ein Lagerhaus bauen, damit wir das hier gleichzeitig mit abdecken können. Dann sind wir schon mal in der Nähe. Machen wir... Oh, Development Threshold reached. Was haben wir Neues? Mühle, Bäckerei, Aufsichtsbetrieb. Also die Sachen scheinen mir jetzt hier schneller zu kommen, als wenn ich einen anderen Vorteil genommen hätte. So, wir setzen das Depot mit Eingang nach unten natürlich dann jetzt hier hin. Und werden dann auch nochmal eine Straße errichten. So, richte den Transport ein. Das Depot höchstwahrscheinlich... Das erste von vielen hat seine Transporter losgeschickt. Mit einer guten Organisation und etwas Glück ist dies nur der Anfang einer zukünftigen florierenden Wirtschaft, in der viele Waren hin und her transportiert werden. Kann ich mich mit anfreunden. Herr Gouverneur, es ist beeindruckend, was wir hier in nur wenigen Wochen erreicht haben, aber wenn diese Stadt stark wachsen soll, brauchen wir mehr Leute, um die gesamte Produktion zu bewegen. Unsere Späher haben berichtet, dass sich noch mehr Einheimische in den Ruinen versteckt halten, aber sie werden sich nicht anschließen, wenn sie keinen Platz zum Bleiben haben. Arbeitskraft und Einwanderung. Fast alles in deiner Hauptstadt benötigt Arbeiter, um ordnungsgemäß zu funktionieren, aber zusätzlich dazu benötigst du Rekruten, um Armeetruppen auszubilden. Sowohl Arbeiter als auch Rekruten stammen aus demselben Pool. Einwanderung ist der beste Weg, um mehr Menschen in deiner Hauptstadt zu bekommen. Einwanderer kommen von außerhalb, also aus anderen Regionen der Welt, obwohl das anfängliche Interesse bereits innerhalb deiner Hauptstadtregion besteht. Je höher das Einwanderungsinteresse ist, desto schneller wird der Einwanderungspool steigen, was dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Zusätzliche Menschen können durch das Erforschen der lokalen Ruinen und das Lösen von Geschichten gefunden werden. Um Einwanderer in deiner Hauptstadt anzusiedeln, platziere einfach geeigneten Wohnraum für sie, je nach sozialer Schicht. 2 weitere Arbeiterhäuser. Das machen wir doch gerne. Wir haben uns ja vorbereitet auf diesen Wunsch und werden jetzt... Zack. Mit dem Entstehen des kleinen Dorfes berichten deine Kundschafter von neuen Blicken, die sich in deine Richtung richten. Einheimische, die sich vor Räubern verstecken, beginnen deine Fortschritte zu bemerken. Du kannst nicht sicher sein, ob sie vertrauenswürdig sind, aber du kannst es dir auch nicht leisten, wählerisch zu sein. Wir kriegen 30 Arbeiter dazu und 10 Fabrikarbeiter. Das ist dann vermutlich eine andere Kategorisierung, vielleicht so ein bisschen Anno-mäßig.
So. Dann. Weiter geht's. Mit dem Sammeln von Materialien kommen wir nicht sehr weit. Wir können uns nicht auf Plünderer verlassen, die auf Baumaterialien stoßen. Wir müssen sie selbst herstellen. Ich schlage vor, die Produktion von Sperrholz zu etablieren. Bin ich dabei? Produktionsketten und direkte Verbindungen. Einer der grundlegendsten Produktionsketten ist die Herstellung von Sperrholz. Holz, das von einem Förster produziert wird, wird in ein Sägewerk gebracht, wo es zu Sperrholz verarbeitet wird. Wenn du diese beiden Gebäude nahe beieinander platzierst, werden kleine Lastwagen die Ressourcen direkt transportieren, was eine großartige Möglichkeit ist, den Warentransport in deiner Stadt zu optimieren. Das machen wir genauso wie vorgeschlagen. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Sägewerk und Förster. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Wald auch schon. Hier ist auch guter Wald. Wir könnten jetzt entweder das hier alles clustern und in die Nähe dieses Lagerhauses uns begeben. Wenn wir zum Beispiel sagen, hier könnten wir dann irgendwann die Kohle ziehen, dann könnten wir sagen, hier bauen wir vielleicht den Förster. Wo ich mich gerade frage, ob das... Das ist interessant. Normalerweise ist es ja bei allen Spielen dieser Art so, dass der Förster rausgeht und Bäume pflanzt. Hier sieht es fast so aus, als wenn der Förster mit einem Wald mitgeliefert wird. So wie die Bäume da rum platziert sind. Sodass ich mich frage, ob ich überhaupt in die Nähe eines Waldvorkommens gehen muss. Oder ob das vielleicht vollkommen reicht, wenn ich das Ding einfach irgendwo hinballere. Also es scheint mir, diese Bäume werden dann ja auch weggefällt. Vielleicht reicht dem das? Ich glaube, fast so ist es. Ich probiere das einfach mal aus. Wir werden dann sehen, ob das eine kluge Idee war. Jetzt will ich noch einmal sehen, wie groß... Warte mal, Förster produziert das Holz. Scheint mir tatsächlich so zu sein. Ne? Das Sägewerk ist tatsächlich ein bisschen kleiner. Dann machen wir das genauso. Der Förster kommt hier hin. Aber da müsste das Sägewerk eigentlich links daneben sein, weil der Eingang ist da. Der Weg sollte möglichst kurz sein. Da sind wir sehr dicht dran. Ja, wir machen das trotzdem so. Da ist das Lagerhaus. Okay, das ist jetzt nicht perfekt. Wir machen das jetzt so, dann ist der Weg... Dahin ist natürlich kurz, aber der Weg ins Lager ist... Eigentlich wäre es so besser. Denke ich mal. Jetzt ist zwar der Weg vom Förster zum Sägehaus länger, aber danach muss ja der Sägehaus-Johnny muss dann ja... Das Holz muss dann ja ins hier reingebracht werden. Und der Weg wiederum ist dann kürzer. Ich glaube, das ist schon okay, wenn wir das jetzt so machen. Und dann kriegen die natürlich hier noch eine Straßenverbindung. Autarkie. Die autarke Produktion von Sperrholz ist ein entscheidender Moment für deine aufstrebende Hauptstadt. Du bist nicht mehr auf das Plündern wie ein Nomade oder ein Tier angewiesen. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn, aber nur einer von vielen, die noch folgen werden. Ich habe Berichte über einige wenige schmeichelhafte Worte an euch, Gouverneur. Es scheint, dass die Zivilisten mit ihrem Teil der Abmachung nicht zufrieden sind. Grundbedürfnisse und Moral. Die Moral deiner Bürger hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse ist nur einer davon. Jede Moralkategorie hat ihre eigene Bedeutung, aber das Versäumen ihrer Bedürfnisse zu erfüllen, ist das Einzige, was dazu führen kann, dass deine Bürger deine Hauptstadt verlassen. Wir müssen die Produktion von Brot starten. Getreidefeld, Mühle, Bäckerei. Die Dreifaltigkeit der Grundversorgung. Also, machen wir mal das Getreidefeld. Ihr könnt natürlich auch easy schmiesi jetzt hier so hingehen. Aber ich baue lieber zur Not nochmal ein zweites Lagerhaus. So, wir machen
Lass mich mal überlegen, die Verwertungskette ist ja eigentlich, muss ja eigentlich andersrum sein. Also, das müsste ja das letzte in der Produktion ist ja die Bäckerei. Das heißt, wenn wir die Bäckerei hier hinsetzen. So. Wir lassen lieber einen Weg dazwischen. Hier kommt die Bäckerei hin. Dann kommt die Mühle. So hin vielleicht. Und das Getreidefeld. Warte, das ist ja dann da. Naja, schön das hier. Da hat es die Tür. Das wäre schon schön, wenn die so zusammen sind. Könnten wir dann so hinbauen. Dann ist das schön geclustert. Warte. So. Und dann machen wir ganz kurz erstmal die Straße zuerst. Und hier auch. Straße. Und dann kommt jetzt die Bäckerei. Und da... nee, nicht die Bäckerei, die Mühle. So. Das heißt... So. Euer Plan zahlt sich bereits aus, Gouverneur. Die Arbeiter scheinen erfreut zu sein, dass ihnen zugehört und geantwortet haben. Brot brechen. Eine stabile Produktion von Brot. Vielleicht die einfachste, aber so wesentliche Ressource wird kurzfristig helfen. Aber das sind nur die Grundlagen. Bald werden deine Bürger mehr benötigen und fordern. Ja, das befürchte ich auch. Das lässt sich wohl nicht ändern. Gucken wir mal rein. Also, 10 Arbeiter sind hier drinne. Sie läuft auf 100%. Das funktioniert noch nicht richtig, weil wir nicht genug Arbeiter haben. Guck mal, hier fährt so ein kleiner Ford lang. Oh, fast kollidiert mit dem Träger. Dann hier die Bäckerei. Die hat genug Leute. Was ist das Problem? Mit der Mühle. Wenn da keiner arbeitet, dann... Aber wir sehen den Transport. Naja, hier ist ein Problem. Nicht genug Arbeiter oder was? Minus 30, Arbeitslose minus 30. Arbeiter betreiben die unterste Ebene der Gebäude. Sie verrichten niedere Arbeiten, arbeiten in der Landwirtschaft und benötigen Wohnräume der Stufe 1. Also eventuell müssen wir einfach neue Häuser bauen. Ich will jetzt aber dem Tutorial auch nicht vorwegnehmen, was zu tun ist. Die Ausgucke melden, dass eine große Gruppe auf dem Weg hierher ist, wahrscheinlich Freunde der früheren Bewohner, ihre Befehle. Schickt sie jemanden zum Verhandeln, aber halten sie einen bewaffneten Sicherheitstrupp bereit, falls die Sache schief geht. Es ist mir egal, ob es ihre Freunde, Brüder oder Großmütter sind. Schickt alle, die wir noch bewaffnet haben, um ihnen den Weg abzuschneiden. Ich werde diesen Abschaum nicht wieder hier reinlassen. Nö, also das finde ich die wesentlich bessere Idee. Okay, die quatschen jetzt auch ein bisschen. Tja, das war dumm. Wie die Artilleriegranate exakt neben die Munitionskiste eingeschlagen ist. Stellt sich raus, war die falsche Entscheidung. Reiß ausnehmen, der dicke kleine Panzer. Technologisch sind wir so im Ersten Weltkrieg. Ne? Ende des Ersten Weltkriegs. Vielleicht. Ja, das war's mit der Brücke. Wir hätten friedliche Nachbarn sein können. Getrennt durch einen Fluss, vereint durch eine Brücke. Die Brücke ist gefallen. Ein brutales Scharmützel, gefolgt vom Niederreißen der Flussbrücke, hat die wahren Absichten der Räuber enthüllt. Sie sind wenig erfreut darüber, dass du ein Gebiet übernommen hast, das sie für ihres hielten, und werden keine Mühe scheuen, es zurückzuerobern. Dein entschlossenes Durchhalten hat sie vorerst gestoppt, aber du kannst sicherlich erwarten, dass ihre Angriffe weitergehen, bis du den letzten von ihnen vollständig aus der Region vertrieben hast. Wir haben 10 Arbeiter verloren.
Sie haben sich zumindest erstmal zurückgezogen, aber ich bin sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Sie wieder versuchen. Unsere Leute können Ihnen wegen der Brücke nicht folgen, was dem Abschaum mehr Zeit gibt, sich zu erholen. Erkunde die nahegelegene zerstörte Fabrik. Das dürfte hier unten sein. Workforce problems. The main way to get more workers is immigration, but there are ways to get out of a tight spot, so here are a few tips. Temporarily pause production or public services in buildings that use the same class. Boost morale to increase immigration of class. Build propaganda centers in region. Propagandazentrum in Region bauen. Das können wir natürlich noch nicht machen, glaube ich, weil wir noch keine Region haben. Ich werde jetzt aber dem Tutorial tatsächlich mal enteilen und neue Häuser bauen. So. Wir brauchen mehr Arbeiter. Wir sind bei minus 21. Das geht halt einfach nicht. Und wir gehen hier hin und bauen da den nächsten Block. Warte mal. Das muss ich abreißen hier, glaube ich. Wo kann ich abreißen? Warte. Da. Klar, das kann ja nicht funktionieren. Ich glaube, das habe ich falsch so. Genau. Und da müssen wir schnell noch eine Straße errichten. Sandstraße. Eins, zwei, drei, vier Straße, ne? So. Warte, passt das jetzt? So, jetzt sind wir hier bei 14. Development Threshold reached. You have made significant progress. Was haben wir jetzt gekriegt? Wasserpumpe, Wasserturm, verbesserte Pumpe, Wasser und so ein paar coole Upgrades. Okay, alles klar. Jetzt haben wir zumindest mal kein Problem, hier unsere Mühle zu bestücken. Da haben wir jetzt 30 Arbeiter drin. Sehr gut. Also, da haben wir jetzt das größere Problem erstmal gelöst. Jetzt wollten wir hier etwas bergen. Da brauchen wir 9 Arbeitskräfte für. Ah ne, das war noch gar nicht das hier, war die Quest. Wie Sie wissen, Gouverneur, sind Ausbildung und Unterhalt eines stehenden Heeres sehr kostenintensiv. Zum Glück habe ich eine Lösung, vielleicht. In der Gegend gibt es eine Fabrik. Sie liegt zwar in Trümmern, aber ich bin sicher, dass wir dort vieles finden, was wir brauchen. Hört sich gut an, aber ich nehme an, dass ein solcher Schatz nicht einfach unbewacht herumliegt. Da ist die alte Fabrik, ja. Das Bataillon bewegt sich vorsichtig durch das gefährliche Gelände einer zerstörten Fabrik und legt Maschinen und Werkzeuge frei, die einst die Produktion ankurbelten. Mehr durch Zufall haben wir auch eine Gruppe von Facharbeitern gefunden, Überlebende, die sich die düstere Umgebung angepasst haben. Wir können qualifizierte Fabrikarbeiter gebrauchen. Oder wir vertreiben sie. Ich nehme wieder eins, gehe auf die diplomatische Art daran und versuche sie zu rekrutieren. Zerstörte Fabrik gesäubert. Deine wackeren Aufklärungsteams haben wichtige Ressourcen lokalisiert und deine fleißigen Bürger haben sie aufbereitet, um deine Armeetruppe aufzurüsten. Auszurüsten. Es mag nicht viel erscheinen, aber es ist ein Anfang. Dadurch ist es möglich, neue Bataillonseinheiten auszubilden. Alles weitere erfordert jedoch das Ankurbeln unserer eigenen Produktion. Das braucht Zeit und die ist derzeit nicht reichlich vorhanden. Aber sei versichert, sie wird notwendig sein. Wir haben 200 Handfeuerwaffen, 400 Munition, 150 Essensrationen und 10 Fabrikarbeiter gesnackt. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt können wir hier weitere Ruinen zur Bergung freigeben. Das haben wir ja gerade schon mit einer hier, glaube ich, irgendwo gemacht. Schauen wir erstmal, was jetzt hier passiert. Wie erwartet, war das Lager der Fabrik voll. Was die Ressourcen angeht, sind wir für eine Weile versorgt. Auf Dauer ist das nicht tragbar, aber wir können zumindest eine Grundarmee ausbilden und bewaffnen. Später werden wir sicherlich dann mit Eisen und Kohle eigene Fabriken errichten. Ach guck mal, hier ist die Plünderung hier gerade vonstatten gegangen und damit wird auch die Ruine entfernt. Heer- und Militärstützpunkte. Um eine Armee auszuheben, errichtet eine neue Militärbasis. Ein Kommandant, der General der Armee, wird automatisch zugewiesen und die Armee wird gebildet. Allerdings wird die Armee zu Beginn keine Einheiten haben. Es liegt an dir, einzelne Armeetruppen auszubilden, aus denen eine Armee besteht. All dies geschieht hauptsächlich über das Militärbasis-Infofenster. Alles klar, Fabrik, Munitionsfabrik,
Militärbasis ermöglicht. Das Bataillon ist okay. Das machen wir dann hier weiter unten. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir hier das mal hier alles wegnehmen. Dann können wir nämlich auch hier weiter unten eine Militärbasis bauen. Was ist hier das? Das ist unser Hauptquartier, ne? Genau. Ich würde dann hier, also hier ist Wohngebiet, hier ist eher Produktion. Ich würde, glaube ich, lass mich mal kurz überlegen. Ich nehme mal an, wir brauchen früher oder später die Ressourcen. Dafür ist, hier ist Wasser, hier ist nämlich Eisen und hier ist Kohle. Und ich würde mal drauf wetten, dass wir Eisen brauchen für Militärproduktion. Und dann vielleicht auch irgendwann Kohle. Vielleicht ergibt es Sinn, wenn wir das hier ans Eisen setzen. Und dann hier so eher noch in die Landwirtschaft gehen, in diesen Bereich. Und hier vielleicht dann das Militär bauen. Keine Ahnung. Aber würde ich einfach mal vermuten. Fabrik. Munitionsfabrik. Produziert Munition. Da wird man doch Eisen für brauchen. Wenn wir das hier neben dem Bauernhof bauen. Freiwillige für das Bataillon. Tapfere Freiwillige aus deinem aufgelösten Bataillon sind an dich herangetreten, um eine neue Milizeinheit zu bilden, die in deiner ersten Armee dienen soll. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Sie wissen auch, dass das bei weitem nicht ausreicht, aber die Ausbildung weiterer Einheiten erfordert Waffen, Ressourcen und Rekruten. Allesamt knappe Güter. So motiviert sie auch sind, die einzelne Einheit hat keine Chance im echten Kampf. Die Ausbildung zusätzlicher Einheiten ist ein Muss. Wir können jetzt auf die Weltkarte zugreifen. Wir müssen hier natürlich auch nochmal Straße errichten. So. Wie geht's hier weiter? Wenn du eine Militärbasis auswählst, hast du einen vollständigen Überblick über die Armee, die diese Basis als Hauptquartier bezogen hat. Wenn es leere Einheitsslots gibt, bis zu 8 Einheiten können in einer Armee untergebracht werden, kannst du die Ausbildung dieser Einheiten in einer Warteschlange planen. Einheitenausbildung warten auf Befehle. Bilde 3 zusätzliche Milizeinheiten aus. 1. Miliz. 2. Achso, es ist das gleiche. Was ist das? Miliz und weiß man nicht. Also okay, zack. Hat er es eingeloggt? Ja, hier unten sieht man die Warteschlange. Okay, das machen wir jetzt. Dauert eine kleine Weile. Development Threshold reached. Derzeit, lass mal kurz gucken, wir haben 31 Arbeitslose. Interesse an Einwanderung bei den Fabrikarbeitern ist 1. Interesse an Einwanderung, okay. Wir müssen trotzdem jetzt mal die Zeit abwarten. Was haben wir hier? Grundschule, Feuerwache, genau. Solche, das sind vermutlich so Gebäude. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Grundschule zum Beispiel, das dienen Einzugsgebiet abdeckt einfach nur. Und das ist ja was, was zum Beispiel, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben wäre. Das sind so alles Gebäude, die möglichst in einem inneren Kern dann einmal so umschlossen werden von den ganzen Einwohnern. Sonst muss man es natürlich doppelt bauen irgendwann. Wir können derzeit, wo wir hier warten, nochmal so ein paar Sachen plündern. Wir haben ja schließlich Arbeitslose, die das mit viel Motivation machen können. Jetzt auch nochmal neue Häuser bauen. Zack. Zack. So. Jetzt haben wir wieder ein paar Arbeitslose, die Bock haben, Sachen zu machen. Und können die dann hier weiter zu den Plünderungsmissionen schicken. Oh, was ist das? Damaged Laborer House. Aha. Okay, das können wir dann reparieren. Aber will ich das reparieren? Das ist ja eine Arbeiterhütte. Das ist ja im Grunde genommen das gleiche wie das hier. Arbeiterhaus. Nee, will ich an dieser Stelle gar nicht stehen haben. Das funkt mir nur in die Architektur rein. Das kann nicht geborgen werden. Da brauchen wir 20 freie Arbeit dafür. Die sind jetzt erstmal hier beschäftigt an anderer Stelle. Nee, die werde ich nicht. Werde ich nicht machen. Das werde ich eher abreißen. So, wie sieht's aus mit den Militäreinheiten?
Das dauert ja richtig, richtig lange. Warum dauert das lange? Oh, Development. Litfaßsäule und irgendwas anderes, ne? Zeit, ganz kurz in den Chat zu gucken. Nervt euch die Musik? Ich würde die auch. Mich nervt sie auch ein bisschen. Also, die ist ein bisschen zu getrieben, ein bisschen zu dominant, die Musik. Ist jetzt, wenn man bedenkt, dass wir gerade so ganz entspannt vor uns herbauen, finde ich sie auch auf Dauer ein bisschen zu anstrengend. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, einfach warten. Ich gucke gerade mal, kann man hier die Zeit schneller machen? Weltkarte könnten wir uns nochmal angucken, war der Hinweis. Also das ist hier tatsächlich Central Europe. Wir sind dann auf jeden Fall eher so Deutschland, ne? Das sind vermutlich noch weitere... Unterhalt, weiß nicht, die können wir irgendwie erobern, bestellen, was auch immer. Irgendwas können wir damit machen, uns einzuverleiben. Sollte früher oder später funktionieren. Was, das ist hier 14. Bataillon, Dyer. Deploy. Okay, das heißt, das, ja, vielleicht können wir vielleicht die dann hierhin deployen und das dann einnehmen für uns oder so. Ausrichtung. Naja. Ich überlege, ob ich jetzt ein bisschen weiterbauen soll, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das irgendwann... Ah, hier haben wir wieder gesammelt. Was fehlt uns? 20, wie viel haben wir denn? Ach, da brauche ich diese... Die brauche ich dafür, die Fabrikarbeiter. Ja, können wir den Fabrikarbeiter Häuser bauen? Ja. Das machen wir jetzt. Okay. Zack. Nee, Verzeihung. Das muss hier weg. Jetzt haben wir ein paar Fabrikarbeiter. Jetzt haben wir 24 Fabrikarbeiter, die jetzt mal hier das hier mal looten können. Guck mal hier, da ploppt das alles auf, was die da rausziehen. Das gefällt mir sehr gut. Das wird uns alles zugeführt. Hier ist übrigens die kaputte Brücke und das ist die Schweinebande, die uns angegriffen hat. Völlig unnötig. Das zahlen wir denen natürlich alles heim. Das ist sehr klar. Warum dauert das so lange? Oh, okay. Okay, die haben weite Wege. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir hier schon mal wieder eine weitere, weiteres Lagerhaus, weiteres Depot bauen. Dadurch, dass jetzt hier eigentlich geplant ist, das Rohstoffvorkommen noch zu nutzen, würde ich das mal diese Sache... Ich packe mal immer Ressourcen. Ob da vielleicht schon was... FIFA und Baumwollfarm... So, was haben wir hier noch? Zellstofffabrik. Da ist die Eisenmine. Kohlemine. Schmelzwerk. Weber, Schneider, Kupfermine, Zinkmine, Papiermühle. Wisst ihr was? Ich greife dem Tutorial mal vorweg. Baue jetzt hier eine Eisenmine. Wie darf die denn so, ne? So, pass auf. Eisenmine. Bam, dann Schmelzwerk auf jeden Fall. Electricity needed. You've constructed a building that requires electricity. Unlike standard resources that you can store, electricity is provided as a constant flow to the buildings that require it. This goes in two parts. Produce electricity in power plants, the most basic of which is the windmill. That requires no fuel. Distribute the electricity by building power substations. Buildings near the substations will draw electricity from it, but remember that all of it needs to be connected by road.
Additionally, keep in mind that power substations are limited in how much electricity they can distribute. If more is needed at that location, build additional substations. Okay, jetzt wird es noch erweitert um die Komponente Strom. Das sehen wir hier. Guck mal, was haben wir denn da? Umspannwerk. Und ich habe jetzt hier eine Windmühle. Lustigerweise habe ich die Windmühle die ganze Zeit... Ah ne, hier, das ist doch Mühle. Ich dachte gerade. Mühle, es gibt einen Unterschied zwischen Mühle und Windmühle. Ja, sehr gut, dann machen wir das doch. Das ist doch gar kein Problem. Dann werden wir jetzt... Brauchen wir denn dringend ein Umspannwerk? Vermutlich brauchen wir das tatsächlich. Woran sehe ich, wer Strom braucht? Wo ist der Strombedarf abgebildet? Achso, guck mal, ja, da ist übrigens die Geschwindigkeit. Fahrzeugfabrik, Förderband, Infanteriepanzer, okay. Hopp, so. Wir machen erstmal so. Dann. Also wir machen das so, dass ich überall Straßen zwischensetze. Straßen sind sehr wichtig. Dann baue ich jetzt eine Windmühle. Zack, wo bist du hin? Da, Windmühle. Steht da, wie viel Strom die braucht? Braucht 5 Arbeiter. Das kann dann ja auch hier hinten. Gibt es dann da... Guck mal, hier können wir super eine Windmühle bauen. Vielleicht reicht die schon mal aus. Dann baue ich jetzt noch ein Depot. Und das Depot kommt dann hier hin. Mal kurz überlegen, die können, der Weg ist jetzt nicht so schrecklich weit. Das nächste Depot könnte hier direkt da oben hinkommen. Also, das wäre dann... So. Oder so ginge auch. Kann der Bauer theoretisch da auch mit hin? Was bauen wir? Wie bauen wir das weiter? Die kommen von da. Ich glaube, hier ist schon okay. Da machen wir jetzt das Depot hin. Zack. Dann werden wir natürlich das Depot ummanteln mit einem Straßennetz. Okay, jetzt sind die Wege natürlich deutlich kürzer. Hier können nämlich auch die können jetzt auch noch da oben. So, was fehlt uns hier? Umspannwerk brauchen wir. Das gibt es sofort. Das ist hier das Umspannwerk. Okay, wir haben wieder was Neues. Den der Markt. So, ich wollte das Umspannwerk bauen. Wo bist du da? Umspannwerk. Haben wir ein Umspannwerk. Und wieso denn nicht noch eine weitere Windmühle? So. Provided uns Strom. Jetzt müssten wir sicherlich irgendwo auch eine Bilanz sehen können. Läuft auf 100%. Sieht alles gut aus. Aber es gibt sicherlich eine Statistik, wo man sehen kann, wie viel Strom benötigt wird und wie viel wir bauen, also oder erstellen. Weiß ich nicht. Irgendwo würden wir das sehen können später. So, was ist jetzt hier mit dem Militär? Ah, entsendende Armee. Ich glaube, wir sind fertig, genau. Bevor du eine Armee nutzen kannst, musst du sie zuerst entsenden. Dies kannst du tun, indem du die Armee auf einer Weltkarte auswählst oder es vom Militärbasis-Infofenster aus tust. Klick auf die Schaltfläche Entsenden und wähle eine geeignete Region aus. Die Entsendung dauert eine gewisse Zeit. Je weiter weg von deiner Hauptstadt, desto länger dauert es. Also entweder hier und warten auf Befehle. Schlecht. Was ist hier schlecht? Deploy. Ja, was sollen wir jetzt klicken? Hier einfach auf das Grüne. Armee entsendet. Da
Deine erste Armee verlässt ihre Militärbasis und macht sich auf den Weg, um die von dir erteilte Aufgabe zu erfüllen. Es wird einige Zeit dauern, bis die Armee vollständig einsatzbereit ist, aber danach ist sie bereit für deine Befehle. Jo, dann let's go. Da zieht sie davon. Ich werde einfach in der Zeit hier weiterbauen. Jetzt haben wir das Schmelzwerk. Wir brauchen natürlich Kohle für das, für diese ganze Produktion. Das ist jetzt hier rot, aber ich baue ja... Oder? Das funktioniert doch. Finanzstatistik, Lagerbestände, Wohngebäude, Bevölkerungsstatistik, Forschung und Entwicklung. Oh, guck mal, das kostet auch Unterhalt, diese Straße. Andere Depots, Produktionsgebäude, Ausgaben, aber die Einnahmen sind höher. Arbeiter, Handwerker, die geben uns Steuern. Aktuell sind wir im grünen Bereich. Dann gucken wir nochmal hier, da sehen wir nämlich, was wir haben. Können wir das sortieren nach Vorrat? Munition. Wo ist denn Eisen? Da, Eisen, 10 Eisen. Also ich hoffe mal, dass, weil da steht jetzt, es muss auf dem Eisen, aber es ist ja auf dem Eisenvorkommen. Da, plus 10, das funktioniert auf jeden Fall. Wir müssen jetzt eine Kohlemine auch errichten, weil sonst bringt uns das ja gar nichts hier. Kupfermine, Zinkmine, Papiermine, Kohlemine. Und der Eingang zu der Kohlemine ist, glaube ich, unten ist ganz gut. So. Was? Ah, uns fehlt was. Bretter fehlen uns. Okay, uns fehlen Bretter. Das ist aber nicht so schlimm. Wir bauen einfach ein zweites. Zweiten Förster. Ein zweites Sägewerk. Würde ich mal sagen. So, wo bist du? Oder? Warte. Naja, warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier... 50, wir haben jetzt 59. Doch, das geht, müsste jetzt gehen. So. Ja, jetzt geht's, okay. Dann brauchen wir auch hier ein kleines Straßennetz. Okay, das ist angeschlossen. Oder? Ah, ist es angeschlossen? Jetzt ist es, spätestens jetzt ist es angeschlossen. Dann können wir den Weg nochmal verkürzen, indem wir hier nochmal zumachen. Das müsste eigentlich kürzer sein. Und eigentlich können wir dann auch hier in so kleine Ecken rein, kann man ja auch immer mal wieder so eine Windmühle setzen. In so einen Viererblock. Ich glaube, die Windmühle muss nur am Straßennetz sein, so wie ich das verstehe. Also so wie hier, und dann wird sie automatisch das ins Netz einspeisen über die Straße, die im Feldweg ist. Und dann müsste es eigentlich auch alles hier im Umspannwerk landen. Ja, das wird schon passen. Da kann man ja echt sagen, hier in so einen Viererblock packt man dann auf Sicht nochmal eine weitere Windmühle und dann ist hier der Weg noch ein bisschen kürzer. So, wir haben genug Leute. Das sieht gut aus. Ich hoffe mal, dass wir ein globales Lager haben. Bedeutet, ist ja immer unterschiedlich. Es gibt Spiele, da sind die Ressourcen dann in diesem Lagerhaus physisch und müssen dann, wenn sie woanders benötigt werden, auch tatsächlich aus diesem Lagerhaus genommen werden. Und dann gibt es andere Spiele, die haben globale Lagerhäuser. Da ist es so, dass egal in welches Lagerhaus man eine Ressource einlagert, sie sind überall gleichermaßen verteilt. Es wird also alles überall sozusagen entnommen, wenn gebraucht. Ich hoffe mal, das passt so.
Was bedeutet hier dieser rote Strich? Ist das sozusagen sein Zuhause? Ist das, wo die Arbeiter wohnen oder was? Wir wissen es nicht. Die Armee ist bereit für den nächsten Zug. Also ich, hier, schau mal. Jetzt wird erst ein Schub raus. Das ist eigentlich total egal. Da können wir sogar nach England. Ja, dann gehen wir doch einfach mal nach Osteuropa. Jetzt stehen wir ja schon da. Ist das schlau? When a battle starts, you're first presented with a battle preparation screen. This is where you make all the critical decisions. What armies are involved in the battle, who will they attack or confront, if defending, etc. Once you're happy with your tactical decisions, press the big button on the bottom center and let the battle play out. Your generals will heed your command and take over. Armies will take turns slapping each other, and when all armies have done their action, we presented with the battle results screen, so you can have a nice clean overview of what happened. Jo, dann gibt's jetzt hier irgendein Preview? Ich sehe jetzt noch nicht. Ach, hier oben. Okay, also warte, ich werde verlieren. Das rote X mit dem Totenkopf zeigt mir ganz klar an, dass ich gar keine Chance habe. Ja, aber dann sollte ich das doch jetzt nicht machen. Oder wie oder was? Bin ich der Johnny hier? 75-10-0-0, 120-10-2-0. Oder ist das gar keine, das ist keine Preview. Ich mache einfach mal. Vier Militias. Ja, ich bin besser als die. Es wird knapp, aber let's go. Okay, der mehrt mich nieder mit seiner Bunkeranlage. Defeat. Och, deinen Truppen ist es nicht gelungen, die Region zu erobern. Na, das ist ja toll. Jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen was an Stärke verloren, oder wie? Ah, zumindest ein bisschen. Schlecht. Gut, also der Kampf war jetzt ein bisschen underwhelming. Soll ich das jetzt gleich nochmal machen? Das ist doch Quatsch. Ich befürchte, da muss jetzt etwas Zeit vergehen. Können wir nicht vielleicht die Armee vergrößern? Dann sollten wir nochmal welche nachbauen. Guck mal hier. Infanteriepanzer. Sowas von. Bauen wir zwei Infanteriepanzer. Oder drei Infanteriepanzer. Ich glaube, dann sieht der Spaß ganz anders aus. So, wir bauen jetzt hier Panzer. Und während das passiert, werden wir weiter an unserer Wirtschaft arbeiten. So. Was können wir denn noch Tolles bauen? Und zwar Bäckerei, Mühle, Getreidefeld haben wir. Bauernhof haben wir. Baumwollfeld haben wir noch nicht. Das können wir eigentlich ja auch... So vielleicht. Ach, da fehlt mir Holz. Okay, jetzt ist es vielleicht auch an der Zeit, eine zweite Holzgeschichte zu bauen. Warte, wo warst du? Warte mal. Blöd. Wo warst denn du? Entschuldigen Sie bitte. Ah, hier, Versorgung. So, bauen wir noch einen Förster. Ich weiß gar nicht, ob die Bilanz 1:1 sein muss. Also ein Förster auf einen Schmiede, auf einen so einen Dingsbums. Das weiß ich nicht. Oder hier, wo das... Nee, das, diesen Radius behalten wir uns bei. Ich mach das hier oben. Zack. Und dann brauchen wir noch ein Sägewerk. Schon schön, wenn die so nah beieinander sind. Jetzt brauche ich wieder 25 Holz.
Nutzen wir die Zeit, bauen die Straße. Komm, ziehen wir die direkt mal einmal hoch. So, Holz, 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 24 Holz. 24 Holz. Wo ist der Eingang von dem? Da. Komm, bauen wir hier. So. Und 24 Holz. Ein Holz noch, ein Holz noch, ein Holz noch. Liefern Sie ab, bitte. Gibt's auch nicht. Meine Herren. Ich gucke kurz in den Chat. Was habe ich verpasst? Wie kann man denn hier Werbung platzieren? Ich will auch, dass Nils mein Spiel spielt. Ja. Gar kein Problem. Wende dich einfach. Guck auf meiner Twitch-Seite. Da stehen ja die ganzen Kontaktdaten im Infobereich. Easy peasy. Nichts leichter als das. So. Dann. Was fehlt hier? Baumaterial, Holz vermutlich. Holz fehlt, genau. Aber das wird jetzt hier angeliefert. Durch den Förster. Haben wir das auch? Ich glaube, ich ziehe mal hier die Straße nochmal wieder runter direkt. Da ist eh nicht mehr viel Platz für irgendwas. So. Jetzt kriegen wir schneller Holz. Das ist gut und wichtig. Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollen hier mal ein bisschen weiter gucken. Baumwollfabrik zum Beispiel. Arbeiter sieht noch alles gut aus. Wie ist das mit Nahrung? Wasser. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Aber wir hatten noch so ein Wasser. Hatten wir nicht irgendwas was Wässriges? Wasserpumpe. Braucht die Wasserpumpe? Egal, wo die ist. Was brauchen wir dafür? 25 Holz. Oh Mann. Okay, das können wir vergessen, aber ich glaube, eine Wasserpumpe müssen wir gleich mal machen. Es gibt ja Spiele, da gibt es dann auch, also auch bei Männerlots ist das auch so, aber bei vielen anderen Spielen auch, dann hast du Wasser nicht überall gleich, sondern es gibt halt wasserreiche Abschnitte auf der Karte und da muss man dann seinen Brunnen oder was auch immer für eine Wasserversorgung oder es gibt einen See und da muss man dann die Wasserpumpen errichten. Hier scheint es mir so, als wenn man sie einfach überall hin pflanzen kann. Wasserpumpe, Wasserturm. Aber ich weiß nicht, ob die Bevölkerung überhaupt Wasser braucht. Genau, unsere Astronaut-Seite ist online. Habt ihr gerade entdeckt. Völlig richtig. So. Ja, dauert noch ein bisschen, bis hier den nächsten Vorstoßwagen. Wir bauen erstmal so lange weiter hier. 39 Holz haben wir jetzt. Okay, jetzt kann es ja weitergehen. Kiesgrube. Machen wir Kies für. Papiermühle, Zink, Kupfer, Schneider. Weber, Schmelzwerk haben wir ja schon, Kohlemine, Eisenmine haben wir alles schon, Zellstofffabrik. Zellstofffabrik, das ist doch... Das hat nicht auch was mit Papier zu tun. Ölpumpe, Raffinerie. Öffentliche Gebäude, genau, die Feuerwache. Und was haben wir hier? Die Grundschule.
Bildung für die Arbeiterklasse zur Verfügung. Das können wir noch nicht machen. Klinik auch nicht. Feuerwache brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Holz. Frage ist, ob es sich lohnt, noch eine dritte Geschichte hier zu bauen. Wenn wir sagen, wir machen so. Warte. Sägewerk. So könnten wir vielleicht machen. Bab. Und dann da. So. Okay, ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt, aber ich glaube, es ist verschmerzbar. So. Okay. Jetzt haben wir drei von den Dingern. Können wir auch mal neue Arbeitergebäude bauen. Wir haben noch 20 Arbeiter offen. Oh, hier geht's weiter. Können auch gleich mal mit dem Ereignis weitermachen. Oh, die Flak trifft hier den Doppeldecker. Oh nein, nicht ins Depot bitte rein. Och, muss das sein. Das ist ein unnötiger Oh, der ist völlig unbeeindruckt, da der Latzhosen-Johnny. Diesmal können wir uns glücklich schätzen. Es hätte viel schlimmer enden können. Zum Glück haben die Jungs vom Depot die Brände schnell gelöscht, aber wir sollten uns dabei nicht auf Amateure verlassen. Ja, das stimmt. Wenn die Stadt wächst, müssen wir uns um alle öffentlichen Dienstleistungen kümmern, die die Menschen erwarten. Öffentliche Sicherheit, Geschichten und Ereignisse. Die öffentliche Sicherheit ist das grundlegendste Element der öffentlichen Dienste in Kaiserpunk. Sie befasst sich mit Kriminalität, Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen sowie weit verbreiteten medizinischen Notfällen. Feuer sollte deine Hauptbesorgnis sein, da es jederzeit ausbrechen kann. Normalerweise wird ein einzelnes Feuer das geringste deiner Sorgen sein, da solche kleinskaligen Probleme nicht die unangenehme Tendenz haben, sich zu eigenen Geschichten zu eskalieren. Ich glaube, er will vermutlich, dass ich jetzt eine Feuerwehr errichte. Mit dem, was wir aus dem Lagerhaus haben, kommen wir nicht weiter, Gouverneur. Ich bin sicher, wir sind uns einig, dass wir mehr Waffen und andere Vorräte brauchen und dafür müssen wir uns eigene Erzproduktion in Gang bringen. Das ist richtig, wir müssen autark werden. Entwerfen Sie den Produktionsplan und machen Sie sich an die Arbeit. Haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen. Produktion ändern. Ein einzelnes Produktionsgebäude kann mehrere Ressourcen produzieren, jedoch nicht gleichzeitig. Du kannst die Produktion auf ein völlig anderes Produkt umstellen. Das ändert natürlich auch die benötigten Eingangsressourcen. Mit dieser Aktion ist keine Strafe verbunden. Du bist der Chef, du gibst die Befehle, die Bürger werden gehorchen. Um zu ändern, was produziert wird, verwende den zweiten Tab im Infofenster eines jeden Produktionsgebäudes. Wenn ein anderes Produkt eingerichtet werden kann, kannst du es dort ändern. Schmelzwerk haben wir schon gebaut. Kacke. Bup. Handfeuerwaffenkomponenten ein. Das wäre dann hier oder was? Stahl, Eisen, Kohle. Was? Wo war das jetzt? Da? Hat er nicht gesagt, das zweite Fenster oder wäre das... Hier kann ja nur Eisen produziert werden. Schmelzwerk, habe ich da schon. Schmelzwerk. Hier sind nichts. Lokaler Vorrat. Hier vielleicht. Ah, so mit dem Pfeil. Messing, Blei, Silber, Stahl. Ja gut. Richte die Produktion. Ah, warte. Stell die Produktion eines Sägewerks auf Bauholz um. Okay. Alles klar. Das ist ja gar kein Problem. So. Erzabbau und Verarbeitung. Viele der fortgeschrittenen Ressourcen erfordern zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Erze. Der beste Weg, Erz zu erhalten, besteht darin, es aus Erzablagerungen abzubauen, die über die Stadtkarte verstreut sind. Um Erz abzubauen, platziere einfach eine entsprechende Mine über die Ablagerung. Natürlich musst du die jeweilige Mine zuerst erforschen. Das haben wir alles schon bereits gemacht. Waffenproduktion. Waffen wie Handfeuerwaffen oder Gewehre werden in Fabriken hergestellt, denselben Gebäude, das auch Nahrungsmittelrationen produziert.
Der Prozess ist identisch mit der Herstellung jeder anderen Ressource. Eingangsressourcen werden geliefert und zu Endprodukten verarbeitet. So, jetzt haben wir hier Bauholz umgestellt auf Bauholz. Und jetzt müssen wir Militär, eine Militärfabrik. Das haben wir hier, Fabrik. So, das bauen wir alles schön hier an das Ding heran. Bob, alles klar. Brauchen wir neue Arbeiter dafür? Nö, noch sieht das okay aus. Und wir sollen Handfeuerwaffen produzieren. Das ist Heeresverpflegung da. Handfeuerwaffen. Waffen in Kaiserpunk sind Massenware. Wenn der große Krieg dir etwas beigebracht hat, dann ist es, dass man nie genug Waffen haben kann. Forschung und Bildung. Forschung in Kaiserpunk ist automatisiert und direkt mit dem verbunden, was du in der Hauptstadt tust. Jedes Gebäude trägt zum Fortschritt eines Entwicklungszweigs bei. Je mehr Gebäude du hast, die zum selben Zweig beitragen, desto schneller wird es sich entwickeln und neue Gebäude, Upgrades und Möglichkeiten freischalten. Es gibt einige spezifische Gebäude, die du verwenden kannst, um die Entwicklung direkt zu lenken. Universität, Forschungszentrum, aber der große Teil erfolgt passiv. Starte die Produktion von Zellstoff. Stelle ein Sägewerk so ein, dass sie Bauholz produziert. Errichte ein weiteres Sägewerk, falls benötigt. Errichte eine Zellstofffabrik. Die haben wir auch schon gesehen. Die ist hier. Jetzt will ich natürlich gerne wissen, was da eingelagert wird. Wahrscheinlich Holz. Könnten wir natürlich dann hier oben machen oder etwas. Da ist ein dummer Stein. Aber hier ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh Gott, wir haben was Neues. Geil. Also Viehfarm, Fischerei, Fleisch und Fisch. Okay, aber zurück hierzu. Ich glaube, entweder wir gehen hier hin und bauen dann irgendwann da oben noch so ein neues Depot. Kostet natürlich auch Unterhalt. Aber vielleicht wäre das gar nicht schlecht, wenn wir das hier hinsetzen. So. Und dann da drüber das Depot. So. Machen wir das doch mal so. So. Und jetzt kommt da noch ein Depot hin. Das war bei... war das? Weiß ich schon gar nicht mehr. Standard. Schneider. Habe ich das Depot hingepackt? Uff. Also, Eisenmine, Kohlenstoff, was willst du noch? Oh, Kupfermine. Kupfermine ist doch das eine. Ist das die einzige, die wir haben? Ist das die, die am nächsten dran ist? Befürchte ja. Natürlich lame. Dann ziehen wir jetzt mal einen sehr geraden Straßenabschnitt so rüber. Dem orientieren wir uns. Und dann bauen wir hier eine Kupfermine so daran. Straße. Straße. Ey, oh geil. Arbeiterhochhaus. Kiosk und Uhr. So. Okay. Wir brauchen mehr Arbeitskraft, indem wir neue Gebäude errichten. Wer ist denn hier auf der Seite von der Kirche? Delütt. Da. Arbeiterhochhaus. Kostet uns 100 Bretter. Können 60 Arbeiter wohnen. Ist das auch... Die Frage ist doch, kostet uns das in irgendeiner... Also sind die dann beleidigt, weil sie in so einem Hochhaus wohnen müssen? Oder ist das nur vorteilhaft, weil wir da mehr Leute reinkriegen? Also normalerweise ist man ja glücklicher in einem Einfamilienhaus, ne? Hi Nils, ich brauche dringend eine neue Folge Multiversum-Podcast. Was kann ich bloß tun? Fragt Zozo. Ja, also Florentin ist derzeit sehr, sehr beschäftigt. Ihr wisst es vielleicht.
ist ja Vater geworden und hat dann noch so 2, 3, 4, 5 andere sehr wichtige Projekte. Aber sobald Florentin wieder die nötige Zeit, Energie und alles andere, was es bedarf, hat, werden wir auch weitermachen mit Multiversum, aber ohne Druck. Also das soll schon auch Spaß machen und nicht stressig sein oder so und deswegen... Aber wir haben neulich kurz gesprochen... Oh, hier ist kein Umspannwerk in der Nähe. Wir haben neulich kurz gesprochen und wir wollen irgendwann zeitnah weitermachen. So, warte mal, Umspannwerk. Umspannwerk. Und vielleicht können wir nochmal so eine kleine Windmühle vielleicht daneben noch setzen. So. Okay, wir haben wieder neue geile Sachen. Zinkmine. Ah, müssen wir auch noch bauen. Warte mal, jetzt habe ich erstmal die Kupfermine. Immer mit der Ruhe. Was fehlt hier? Genau, hier fehlen die Arbeiter. Ich wollte doch jetzt so ein großes neues Arbeiterhochhaus bauen. Das brauche ich 100 Holz für. Haben wir nicht. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Bis da eine 100 steht. Warum dauert das ewig? Ach, warte mal. 94 Sperrholz. Come on, das kann nicht so lange dauern. Bauholz, Sperrholz, Sperrholz. Hallo? Hallo, gehen Sie bitte sofort nach oben. Ist das überhaupt das richtige Holz? Ich glaube ja. So, wir machen wieder normale Geschwindigkeit. Und können jetzt ein Arbeiterhochhaus bauen. Dann gucken wir mal, wie wir das am besten... Wie kriegen wir denn davon hin? Machen wir eins. Und das andere könnte man dann so machen. Haben wir aber jetzt nicht genug Holz für. So, was fehlt uns noch? Reicht noch nicht. Bin mir nicht sicher, ob die so happy sind. Was fehlt? 20 Holz. Ja, toll. So. Während das läuft, fragen wir erstmal bei der Mission nach. Was geht da weiter? Gouverneur, unsere Armee hat ihren Einsatz beendet und wartet auf weitere Befehle. Wenn ich vorschlagen darf, sollten wir sie in die benachbarten Regionen marschieren lassen. Sie werden sicher den Luftwaffenstützpunkt finden, den dieser Abschaum benutzt hat, um uns anzugreifen. Zugriff auf die Weltkarte. Du kannst die Weltkarte auf verschiedene Weisen zu. Ja, das haben wir schon gemacht. Doppelklick auf eine deiner Armeen in der Armeeansicht. Öffne das Hauptmenü und klick auf... Ja, okay. Erstmal wollen wir in diesem Moment... Neverwoom, vielen lieben Dank. The Real Five. Blackix. Mr. Mojo. Anzuil. Und Bucky. Herzlichen Dank für den Support heute schon. Bin sehr zufrieden. Ihr tut das Richtige. So. Öffne die Weltkarte, starte die Produktion von... Ja, öffne die Weltkarte, das ist ja gar kein Problem. Das haben wir gemacht. Grundlage der Weltkarte. Die Steuerung der Weltkarte ähnelt der Steuerung in der Stadtsicht. R, Maustaste gedrückt halten, plus Mausbewegung, um die Kamera zu bewegen. Also R, rechte Maustaste, so. B, R, S, D, genau. Um eine Armee zu bewegen oder tatsächlich einen Befehl zu geben, werde die Armee ausverfolgbare, verfügbare Befehle werden kontextbezogen angezeigt. Das Befehligen einer Armee... Sich in eine nicht kontrollierte Region zu bewegen, bedeutet angreifen, während derselbe Befehl in einer kontrollierten Region bedeutet, sich zu bewegen. Armeen können nur in entdeckten Regionen handeln. Bewege eine Armee in eine Region, erobere sie, um alle benachbarten Regionen zu entdecken. Ja. Wir sind uns nicht sicher, wo genau sich der Stützpunkt befindet. Unsere beste Vermutung basierend auf der beobachteten Flugroute sind die Karpaten. Mehr wissen wir leider nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dort einige interessante Ressourcen, die wir nutzen könnten. Ja, die Karpaten, alles klar. Da sind wir ein... Wir waren hier. Da ist das, wo wir hin müssen. Okay, dann ist das hier unser Bataillon. Haben die jetzt mittlerweile schon... Nee, einfach überhaupt nicht. Ich habe doch diese Panzer da reingesetzt. Müssen die erstmal wieder nach Hause gehen oder wie läuft das jetzt? Ich will ja die... Warte mal ganz kurz. Können wir doch direkt jetzt der Armee hinzufügen. Ach was. Ach, da fehlte uns irgendwas. Was ist das?
Der Panzer. Ja, ohne Panzer können wir die nicht bauen. Das ist total logisch. Dann können wir die, kriegen wir die hier wieder raus, ja. Dann bauen wir lieber noch eine Miliz. Ich hatte ja keine Ahnung. So. Okay. Dann muss das ohne die Panzer funktionieren. So, dann gehen wir jetzt in die Karpaten. Oh ja, das ist ja kein Problem. Let's go. Was? Wollen Sie mich veralbern? Das ist ja absolut lächerlich. Da müssen wir doch warten, bis wir Panzer haben. In der Zwischenzeit bauen wir eine schöne Straße. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. So. Okay, nimm Karpatien ein, starte die Produktion von Messing. Messing. Da bauen wir Kupfer. Oh, da müssen wir hier nochmal eine neue Dingsbums, glaube ich, auch bauen. Die Wege sind hier zu weit, wie uns gemeldet wird. Wie sieht denn das hier aus? Messing macht man wo? Im Schmelzwerk auch? Vielleicht? Kupfermine, Zinkmine, Papiermühle. Muss man da eine neue Schmelze bauen? Wir können ja mal kurz schauen. Schmelzwerk, Stahl, Messing, genau, okay. Da müssen wir ein neues Schmelzwerk errichten. Das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir das. Schmelzwerk. Machen wir das so. Und dann muss ich wieder suchen, weil ich es natürlich komplett wieder vergessen habe. Wo habe ich mein Lagerhaus hingesetzt? Hier, Depot. Dann packen wir hier das Depot hin. Ah, kann ich nicht. 40 Holz brauche ich dafür. Müssen wir noch kurz warten. 40 Holz. Ah, und wir brauchen auch Strom dafür. Strom. Okay, jetzt können wir das Depot bauen. Depot und jetzt machen wir dann noch ein schönes Umspannwerk. Das bauen wir doch einfach so. Ah, jetzt ja. Nicht genug Holz. Kurzen Holz. Ja. Brauchen wir noch ein drittes. Sägewerk. Viertes, meine ich, ist es denn ja schon. Ich glaube fast ja. Lass uns nicht geizen. Dann bauen wir erstmal ein Sägewerk. Das bauen wir dann hier hin. Ach, jetzt fehlt mir noch das Holz für ein Sägewerk. Let's go, come on. Sägewerk. Los, 44, danke. Wir errichten ein weiteres Sägewerk und einen weiteren Förstermann. Hier, so. Zack. Einen schönen Weg. Hier, Weg. Das ist gut. Und dann können wir den Weg noch hochziehen. Und du baust jetzt mal weiter Sperrholz. Ja, Arbeit haben wir genug. Wir müssen ein paar. Ne, warte mal. Arbeit haben wir gar nicht genug. Fabrikarbeiter haben wir genug. Aber Arbeiter müssen wir noch ein bisschen nachbauen hier. Da haben wir nur 5. Was fehlt?
nicht genug Ressourcen, das wird sich gleich ändern. Ja, Karpatien nehmen wir ein, dafür müssen wir aber auch neue Truppen haben. Ich pumpe einfach noch ein bisschen Milizen, das muss doch irgendwann mal gehen. Gut. Messing, Messing, Messing. Da, das müssen wir erstmal auf Messing stellen. Das war gar nicht auf Messing gestellt. Ist die blöd. Zink und... Warte mal, sehe ich das richtig? Wir brauchen Kupfer und Zink. Ah, da war ja auch was. Zinkmine. Zink, 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 die Zink. Wo ist Zink? Das ist Zink. Das ist das Master Zink Wasser. Ach, guck mal, da ist das Wasserding. Ich habe vorhin noch gesagt, man kann hier überall Wasser bauen. Aber hier ist die Wasserressource, alles klar. Ich glaube, das ist die nächste Zinkressource. Hier unten. Ist jetzt ja auch nicht so schrecklich weit weg, aber... Da müssen wir natürlich dann trotzdem eine neue... Hier ein neues Lagerhaus und so auch bauen. Führt ja kein Weg dran vorbei. So, Zinkmine. Dann machen wir das so. Ach, da fehlt mir jetzt wieder das Holz für. Wir müssen noch kurz warten. Kurz warten. Sperrholz. War ein bisschen schneller. So, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Holz. Aber das dauert trotzdem. Dann bauen wir jetzt hier die Zinkmine. So. Oh. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir noch eine Munitionsfabrik bauen, damit wir unsere eigene Munition herstellen können. Ja, geil. Da bin ich doch total am Start. Munitionsfabrik. Ja. Warten Sie doch erstmal bitte kurz. Erstmal müssen wir jetzt ein Depot noch errichten. Und... Kommt hier so hin. Oh ja, fast. So. So. Verbunden mit dem Straßennetz. Was fehlt hier? Arbeitskräfte natürlich, ja, wir haben gesagt, wir müssen mehr Arbeiter anlachen. Das machen wir jetzt. Das große kostet 100, das können wir uns nicht leisten. Aber so ein stinknormales können wir uns hier nochmal erlauben. Hey Nils, hoffe, du bist gut in die Woche gestartet, sagt Mindset Number One. Ja, vielen Dank, ich bin gut in die Woche gestartet. Ich hoffe, du bist auch gut in die Woche gestartet. So, Munition, Munition, genau. Jetzt wollen wir eine Munitionsfabrik bauen. Ich überlege gerade, wo ich das am besten... Eigentlich hatte ich ja alles militärisch Relevante hier oben verortet. Ich könnte jetzt natürlich auch... Guck mal, was brauche ich denn dafür? Ich brauche doch vermutlich Zink auch und... Also, hier, was haben wir hier? Oh, kein Umspannwerk. Das müsste ich noch bauen. Stimmt, das hatte ich vergessen. Wichtig, wichtig. Umspannwerk. Und ich baue hier auch mal eine Windmühle. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich muss irgendwo eine Energiebilanz mal auftreiben. So, das funktioniert jetzt, da ist genug Strom. Wie sehe ich das denn jetzt? Also hier 25 wird in Kraftwerken gewonnen. So, was haben wir hier? 10 von 70. Hopp, 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 hopp. Spannwerk. Also ich sehe das, das hat quasi, ich kann jetzt noch 60 Strom anliefern, verstehe ich das richtig? Und der liefert
zeigt mir auch keine. Da, 25 Strom liefert der an. Und dann verbraucht der hier 15 oder was? 10. 10. 10. Okay, das mit der Energiebilanz habe ich jetzt noch nicht 100% gecheckt, aber das werden wir rausfinden. Das ist erstmal zu vernachlässigen. Das sind die Details. So, ich mache mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Jetzt haben wir ein bisschen Holz in der Zwischenzeit produziert. Das gefällt uns gut. Jetzt muss ich diese Munitionsfabrik bauen. Genau. Worauf ich hinaus wollte ist, hier brauche ich vielleicht auch Strom. Obwohl, nee, das geht noch. Zink. Ich brauche ja in der Munitionsfabrik Zink und vermutlich dann Messing. Ich habe keine Ahnung, wie das so ist. Hier wird Messing. Was macht die? Oh, was? Ist ja die Frage, ob ich hier bei der Eisen, ob ich das hier auch die Munitionsfabrik mache. Weil das hier alles so schön beieinander ist. Dazu müsste ich wissen, wie das mit dem Transport ist. Warte mal. Also, alles, was du im Kaiserpark benötigst, wird entweder aus einem Vorkommen extrahiert oder in irgendeiner Form eines Produktionsgebäudes hergestellt. Normalerweise auch aus anderen Zwischenressourcen. Und all diese Ressourcen, die du in deiner Stadt herum benötigst, werden von Transporten bewegt. Transporter werden von Depots eingesetzt. Es gibt einfache Regeln. Ein Gebäude muss mindestens einen seiner Eingänge, ja, das hatten wir vorhin auch gelesen. Ein Produktionsgebäude muss mindestens einen seiner Eingänge über eine Straße mit einem nahegelegenen Depot verbunden haben, haben wir auch gelesen. Ja, aber das steht leider nicht. Aber ich sehe ja auch nicht, was da eingelagert ist im Depot. Ich glaube, das ist ein globales Ding. Sonst würde da ja stehen, was da drin ist. Ich glaube, ich baue die Munitionsfabrik wie geplant hier, einfach weil ich das wollte. Ich wollte es einfach machen. Das hatte ich mir jetzt so vorgenommen. Und dabei bleibt es jetzt auch hier. Kann man nicht ständig Sachen ändern. Kann ich das da hinbauen? Oh ja, passt gerade noch so. Ölpumpe und Raffinerie. Dann Straße. Okay, so. Der Weg ist ja auch jetzt nicht so weit. Aber ist hier der Eingang oder wo hatten wir da das Eingang, ne? Das ist schon gut. Was fehlt? Was fehlt? Ja, hier sieht man, was sie brauchen, ne? Messing, Zellstoff. Messing und Zellstoff. So, Zellstofffabrik brauchen wir dann noch, oder nicht? Zinkmine, Kupfermine, Schneider, Weber, Schmelzwerk. Oh, da war, da hatte ich das Ding oben gebaut. Zellstofffabrik, hatte ich da schon eine gebaut? Hier, genau. So, die brauchen nämlich Holz. Aber auch stinknormales Holz, kein weiterverarbeitendes Holz. Vielleicht muss ich dann noch einen Förster bauen, weil der Förster produziert das Holz. Ich wünschte, ich könnte hier sehen, wie viel der produziert. 10 pro... Ne, muss ja irgendeinen Zyklus geben. Aber solange er genug Holz hier hat, ist ja alles gut. 2 von 14. Ich glaube fast, ich muss noch eine weitere Försterei hier nur für diese Zellstoffgeschichte bauen. Fürchte ich fast. Mache ich jetzt einfach. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das so, wie die Bilanz so ist. So. Du bist nur für den zuständig hier. Dann passt das schon. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Oh, was haben wir jetzt? Oh, guck mal, ein Kai. So. Wir bauen Munition. Ja, ist doch super. Alles, was wir wollten, finden wir hier. Prima. Transportschwellenwert erreicht. So, und jetzt gucken wir mal, wie viele Armeen haben wir. Okay, da ist ein bisschen was hinzugekommen. Dass wir das jetzt nochmal probieren mit Karpatien. So, wir probieren nochmal mit der Armee. Wie groß ist die jetzt? Sind die jetzt dabei?
Warum sind die ausgegraut? Warum sind die ausgegraut? Haben die keine Waffen oder was? Kann das sein, dass sie keine Waffen haben? Ja, es kann auch an den Lebensbalken liegen. Aber warum sollten die die... Ach, warte mal, reinforce. Ah, so, okay, ich muss die erstmal reinforcen. Und die sind schon... Okay, jetzt check ich das, okay. Weil hier Handlungsbedarf besteht. Ja, die lassen wir mal kurz sich hier heilen. Und wenn sie das gemacht haben, dann erobern wir Karpatien und bestrafen die für diesen unnötigen Luftangriff, der nicht fair war. Viele unserer Einheiten benötigen Nahrungsrationen. Wir brauchen eine stetige Produktion. Dazu müssen wir für ausreichend Gemüse und Brot sorgen. Da die Arbeiter auch Gemüse und Brot als Grundbedarf benötigen, ist es am besten, eine weitere Farm zu bauen und eine Brotproduktionskette speziell für die Herstellung von Nahrungsrationen einzurichten. Ja, das ist eine Mammutaufgabe. Als erstes wollen die einen zweiten Bauernhof. Damit können wir dienen. Können wir direkt daneben bauen. Wir haben weite Wege zum... Ich scheißegal, wo der steht. Meine Ästhetik sagt mir, dass ich die gerne nebeneinander haben will, dass, damit das so aussieht. Einfach, das ist nur ein reines Ästhetikgefühl. Die müssen beieinander sein und so. Aber ich glaube, rein strategisch ist das fast ein bisschen Quatsch, weil wo ist das weitere, dass ich, ja wohl, da ist das Depot. Also das ist eigentlich fast schon zu weit von der Entfernung zum Depot. Es gibt keinen Grund, das jetzt nicht irgendwo hinzubauen. Zum Beispiel, wo ist jetzt hier der Eingang? Da oben. Also wenn ich das jetzt hier bauen würde, ist es viel dichter dran. Ich weiß nicht, was hier noch für weiter führende Produktionsgebäude hin müssen. Ob ich eventuell das hier nochmal brauche und dann will ich hier die Kupferindustrie beisammen haben. Ich kann mir vorstellen, dass das total Quatsch ist, weil hier ist der Weg echt kürzer und hier denke ich mir einfach nur, sehr schöner. Gefällt mir besser. Einfach nur ein Gefühl. Ich habe... Warte. Ich mach das hier hin. Ich mach das jetzt noch Gefühl. So. Und so, dann noch ein Getreidefeld. Genau, und da wollten wir noch eine weitere Produktion für Brot machen. Brot. Warte, da müssen wir auch noch Mühle und Bäcker eigentlich nochmal in diese Richtung machen. Getreidefeld, Getreidemühle, Bäckerei, genau. Obwohl, warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal dem Tutorial vorweggegriffen habe. Ob ich das quasi schon gemacht habe. Mir zählt nicht, ich muss es nochmal machen, ist nicht schlimm. Wir machen es diesmal dann andersrum. Wir machen hier den Bäcker. So. Muss man so machen. Bäcker. Straße. Dann. Die Mühle. So, lass mal, bitte. Lassen Sie das. Die Mühle und das Feld ist... Ah, ist nicht ganz so galant, wie ich mir das gewünscht hätte. Wo ist denn... Relativ weit weg. Aber wenn ich das jetzt so mache, müsste doch eigentlich passen, oder? Wenn wir die Mühle bauen... Ja, das passt. Machen wir die Mühle dahin.
Und das Getreidefeld. Getreidefeld. So. Sehr schön. Wir produzieren jetzt sowohl Brot als auch Gemüse. Sobald wir eine Fabrik in Betrieb haben, können wir diese Ressourcen zur Erstellung von Nahrungsrationen für unsere Truppen im Feld verwenden. Vergessen Sie nicht, dass auch Ihre Arbeiter Brot als Grundnahrungsmittel benötigen. Nicht alles wird für die Herstellung von Lebensmittelrationen verwendet werden. Ja, deswegen habe ich ja zwei verschiedene Produktionen jetzt hier aufgebaut, damit hier niemand meckern kann. So. Und dann brauchen wir jetzt aber noch eine Fabrik. Eine stinknormale Fabrik. So eine hier. Warte. Nee, Schmelz. Ich sehe, nee, Eisen. Warte mal. War das hier? Wo konnte ich das denn nochmal bauen? Vier Fabrik, genau. So, die, so eine. Da bauen wir jetzt eine zweite von. Kommt hier so rein. Wie kriege ich die am besten hier so zwischengedödelt irgendwie? Wo ist die Fabrik? Wo bist du, Fabrik? Fabrik. Wo ist sie denn hin? Versteckst du dich? Die muss doch eigentlich hier sein. Warum? Warum bist du nicht da? Okay. Wo ist die Fabrik? Hier. Ein Militärgebäude, achso. Oh, Fahrzeugfabrik, geil, da können wir Panzer bauen. So, ich dachte hier so vielleicht. Mist, dann muss ich sie so bauen. Das ist ja blöd. Das finde ich ja doof, aber... Ja, so wäre, wenn dann so, ne? So, geht gut klar. Und ich speise hier einfach nochmal ein Umspannwerk ein. Weil das ganz gut passt. Zack. Und dann... Oh. Gab schon mal schönere Konstruktionen, aber wenn ich da jetzt einfach... Was können wir hier noch? Irgendwelche Moral... Dekorationssachen. Hier sowas. Guck mal. Was halten wir denn von so Bäumen? Ach, darf ich noch nicht. Litfaßsäule. Bam. Geil. Die Laternen brauchen... Da muss ich immer extra ein Feld freilassen. Hier zum Beispiel. Guck. Eine Laterne, ein Kiosk. Wo ist vorne, wo ist hinten? Warte. Überall gleich, komplett egal. Ey, wo bin ich jetzt hingerutscht? Da, wo ist ein Kiosk? Geil, freuen die Leute sich einfach. Die freuen sich an so Kleinigkeiten. Und dann eine schöne Bank. Damit man lesen kann. So, das sind genau die Situationen, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, kann man sich hier schön hinsetzen und im Kiosk sich eine Zeitung kaufen und dann sich auf die Bank setzen, exakt neben der Mühle, die schön einschläfernd vor sich hin dreht und dann geht es einem gut. Hier sehen wir lange Wege, zu lange Wege. Warum? Haben wir so elendig lange Wege? Das kann eigentlich nicht sein. Wir müssen auch hier vielleicht nochmal ein weiteres Depot errichten. Wir haben auch schon relativ viele Depots hier. Okay. Und so.
Hier müssen wir jetzt noch einstellen. Ach ja, Essensration. Ja, das passt. Und dann können wir doch eigentlich schon die Fahrzeugfabrik bauen. Oder? Spricht da was gegen? Ich glaube nicht. Fahrzeugfabrik. Außer, dass wir nicht genug arbeitende Bevölkerung besitzen. Das ändern wir natürlich jetzt schnellstmöglich, indem wir das gesparte Holz jetzt dafür aufwenden, zum einen mal so ein wunderschönes Arbeiterhochhaus zu bauen. Und warum nicht? Wie viel Holz habe ich jetzt noch? 109. Das kostet mich 100 Holz. So, wir brauchen Fabrikarbeiter noch. So. Nicht genug Holz. Nicht genug Holz, nicht genug Holz. Da fehlt's. Zu viel Industrie aufgebaut. Zu wenig. Ach so, die Straße natürlich. Ich möchte mich entschuldigen. Selbstverständlich gibt es noch eine Straße. Aber wir machen das mal so. Wir bauen hier die Straße hin. Das reicht ja. Und dann nutzen wir diesen freigelassenen Part hier, um denen das schön zu machen. Die mögen das ja, wenn man denen so schöne Sachen hier hinsetzt. Wo waren wir denn mit unseren... Ach hier, guck mal, das sind die Bäume. So, guck mal hier, so ein paar Bäumchen, da freuen die sich richtig drüber. Und so, wo hatte ich jetzt meine Dekorations... Wo hatte ich jetzt die Schönheiten? Wo habe ich jetzt die Bänke und so gehabt? Okay. Hier. Ein weiterer Kiosk ist, finde ich, etwas, was ein Must-Have ist. Und dann vielleicht noch eine schöne Laterne. Oh. Da freuen die Hochhausbewohner sich. Yay, sagen sie sich. So, wir müssen weitere Fabrikarbeiter beheimaten. Ach, nicht genug. Was soll das? Wir haben nicht genug. 1, 2, 3, 4 war das, ne? So. Holz, Holz, Holz. Müssen wir etwa noch mehr Holz bauen? Ist es soweit? Noch mehr Förster, noch mehr Sägewerke. Okay. So, während das passiert, drücken wir nochmal hier drauf. Infanterie mit Gewehren bringt uns nicht viel weiter. Wir sollten uns organisieren und anfangen, etwas Schwereres zu produzieren, wie Artillerie. Fahrzeugproduktion. Im Gegensatz zu den meisten Ressourcen werden Fahrzeuge, Panzer, Artilleriegeschütze, Schiffe, Flugzeuge in speziellen Gebäuden hergestellt. Diese Armeeressourcen werden außerdem nicht kontinuierlich produziert. Die Produktionskosten für diese Güter können recht hoch sein, daher ist dein direkter Befehl erforderlich. Wähle eine Fabrik für Fahrzeuge aus und verwende das Infofenster, um festzulegen, was und wie viel produziert werden sollen. Es dauert eine Weile, bis die benötigten Eingangsressourcen geliefert werden, aber sobald sie vorliegen, beginnt die Produktion automatisch. Also, wir sollen Feldgeschütze bauen. Da waren wir ja schon auf dem richtigen Weg. Das wollten wir ja bauen. Und das haben wir auch schon gebaut. Und hier sind die Feldgeschütze. Und so wie ich das sehe, das gefällt mir, werden die Feldgeschütze eigentlich schon hergestellt. Brauche ich nur Stahl, oder nicht? Da haben wir doch Unmengen. Haben wir Unmengen an Stahl? 6 vorrätig. Schauen wir mal, kann ich jetzt schon... Ja, geil. Muss jetzt mal angeliefert werden. Wir werden sehen... Oh, 90. Gott. 90 Leute. Wir brauchen wieder mehr Menschen. Das reicht noch nicht. Mehr Menschen müssen sich bei uns ansiedeln. Machen wir erstmal das Fabrikding. So. Fabrikarbeiter haben jetzt erstmal Priorität.
Da fehlt uns wieder ein bisschen Holz. Ja. 39. Minus 5, das sieht doch alles schon ganz gut aus. So, dann bauen wir zack. Und dann haben wir hier noch das normale Arbeiterhaus. Da brauchen wir 20 für. Das ist das nächste, was wir hier erreichen. 29, sehr gut. Bap. Dann Straße. Okay. Und dann haben wir 39. Wir können das nächste Arbeiterhaus reinsetzen. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen weiße Zahlen. Jetzt können wir die ganzen Fabriken auch besetzen. Also besetzen im Sinne von, dass da gearbeitet wird. Wie sieht es denn hier aus? Oh, tatsächlich wird hier angeliefert. Guck mal. 19%, wer weiß. Nachschubproblem mit der Armee. Warum? Nicht genug zu essen? Oder wie? Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen, meint ihr, wahrscheinlich kriegen die wieder auf den Sack, ne? Die haben ja gesagt, ich brauche Feldgeschütze. Ich nehme an, das wird wieder nicht funktionieren. Obwohl, vielleicht. Nö. Aber das Ding wird immer weiter kaputt gemacht. Kann ich noch nicht reinforcen. Naja, der stete Tropfen hüllt den Bunker. Sagen wir immer. Okay. Hier alles auf Null. Ist das die perfekte Effizienz? Ich befürchte ja. Ich glaube, wir sind einfach perfekt effizient. Das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. So, ich glaube, ich lasse hier aber mal so frei für irgendwelche anderen Gebäude. So für Schule und so ein Kladderadatsch. Da haben wir ja auch noch gar nicht hier Polizeistation. Genau, Feuerwache wollten wir noch bauen. Solche Sachen. Feuer... Ah, jetzt brauche ich zu viel Holz. Haben kein Holz. Müssen mehr Holz bauen. Brauche vielleicht noch eine weitere Industrie. Geht zu langsam. Muss schneller gehen. Naja. Machen wir an der Stelle mal eine Pause. So. Freunde. Dieses Spiel macht großen Spaß. Ihr könnt die Demo runterladen, wenn ihr Bock drauf habt. Kaiserpunk heißt sie. Und es ist eigentlich ein, wie ich finde, sehr vielversprechendes Strategieaufbauspiel. Es hat halt diese ganz klassischen Anno-esken Komponenten, was man auch schon sehr, sehr oft gesehen hat bei Spielen. Hier halt sehr rasterartig wieder, alles sehr in Rechtecken gedacht. Und natürlich kann kein Spiel, was sich mit Anno in den Ring begibt, darauf hoffen, die 12 Runden zu schaffen, sondern jeder wird natürlich von der Feature-Vielfalt eines Annos ausgenockt im Vergleich. Aber das Spiel hat euch andere Sachen, die mir sehr gut gefallen, insbesondere dieser Fokus auch aufs Militär, dass man die unterschiedlichen Distrikte hier einnehmen kann und dann auch die, das ist halt im Zeitalter ungefähr so im Erster Weltkrieg, Ende Erster Weltkrieg angesiedelt ist. Das gefällt mir alles schon gut, hat eine schöne Stimmung. Die bereits vorhandenen Abläufe sind auch schon recht komplex, ohne dass es jetzt überladend ist. Vieles ist, wie gesagt, schon mal da. Also wenn man dieses Genre viel spielt, kennt man das. Aber ich finde, dass es viele gute Ideen hat. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Multiplayer. Ich weiß es nicht genau. Ich habe gecheckt. In jedem Fall
ist die Demo einen Blick wert, wenn ihr Bock auf dieses Genre habt. Mir macht das wirklich Spaß, muss ich sagen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass wir nochmal eine zweite Session machen und das Ganze hier zu einem Ende bringen. Die Demo läuft ja auch nicht ewig. Und das werde ich in jedem Fall im Auge behalten. Das hat viel Potenzial, das Spiel. Das macht auf jeden Fall echt Laune. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war Kaiserpunk. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen freundlichen Kommentar hinterlasst, eure Meinung auch zu diesem Spiel. Werdet ihr das auch mal anzocken? Gefällt euch das, all das? Schreibt mir das in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, mach's gut.